Müller kritisiert Quali-Modus. Weltmeister Thomas Müller hat angesichts des vollgestopften Terminplans die Sinnhaftigkeit von Qualifikationsspielen gegen sogenannte Fußballzwerge infrage gestellt. Er brauche solche Spiele nicht, sagte der Torjäger nach dem 4:0-Sieg gegen Gibraltar. Die kleinste Fußballnation Europas gehört erst seit 2013 zur UEFA. Die FIFA hat Gibraltar bisher nicht als Mitglied anerkannt und führt sie auch nicht in der Weltrangliste. Bei der EM-Qualifikation nehmen 54 Mannschaften teil. Davon qualifizieren sich 24 für die Europameisterschaft in Frankreich. Neuer fällt aus. Die DFB-Elf muss im Länderspiel gegen Spanien am Dienstagabend auf Stammkeeper Manuel Neuer verzichten. Der Weltmeister ist wegen Beschwerden im rechten Kniegelenk aus dem DFB-Quartier in Nürnberg abgereist. Gegen Gibraltar hatte der 28-Jährige am Freitagabend noch 90 Minuten durchgespielt. Podolski-Rückkehr möglich. England-Legionär Lukas Podolski kann sich angesichts seiner Reservistenrolle beim FC Arsenal eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. Heutzutage sei alles möglich, man könne nichts ausschließen, sagte der Stürmer nach dem 4:0-Erfolg über Gibraltar. Er würde lieber bei Arsenal zeigen, was er drauf habe, aber diese Chance werde ihm genommen. Nach Bildinformationen kann der 29-Jährige die Gunners in der Winterpause für eine Ablöse von 5 Millionen Euro verlassen. Raubal droht mit FIFA-Austritt. Liga-Präsident Reinhard Raubal hat scharfe Kritik am Abschlussbericht der FIFA zu den Korruptionsvorwürfen bei der WM-Vergabe 2018 und 2022 geübt. Das Ergebnis sei der kommunikative Super-GAU, sagte der 67-Jährige im Kicker. Wenn die Krise nicht glaubwürdig gelöst werde, müsse man sich auch darüber unterhalten, ob man in der FIFA überhaupt noch gut aufgehoben sei. Mit dem Abschlussbericht wurden die Untersuchungen der WM-Vergaben in Russland und Katar mit dem Hinweis auf fehlende Anzeichen für Manipulation für abgeschlossen erklärt.